hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein Unboxing, was da wohl drin ist, Feines. Schauen wir doch mal. Wie immer blind. Aber auch nicht. So. Ja, genau das, was ich bestellt habe. Papier. Noch mehr Papier. Irgendwas Kleines. Ah, da ist es ja. Da ist es ja. Achtung. Tada. Ja, die S68. So, guck mal. Also wie gesagt, ich habe es mir noch gar nicht angeschaut. Da ist ja der Rauch, den keiner sieht außer mir. Nein, was? So. Da hätten wir einmal die Anleitung. Die Wartung. Ah, wieder für den Idioten wie mich, den Imbus, gleich auffindbar. Der Pizzerie alt. So. Das rote Stück auch schon nicht fixiert. Oh, ist die schwer. Oh, die ist richtig schwer. Ich kann sie ja fast mit meiner 468 aufnehmen vom Gewicht. So, was ist das nächste Mal? Da ist kurz ein Plüschding zum Festhalten. Nichts mehr versteckt. So, schauen wir uns das gute Stück doch mal an. Oh, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. So. Da haben wir wieder einen Emergency Pin, der sich mit der Hand kaum aufdrehen lässt. Aber es ist ja normal. Muss ja dicht sein. So. Genau, ist genau der gleiche von der HDR. Aufbau ist auch genau derselbe. Kapsel mit Öffnung nach unten rein. So, dann haben wir da eine V-Maschine. Oder Picantini Rail, oder wie es man es auch immer nennen will. Schön für den Frontgriff, ne? Lohnt sich total bei dem Ding. So. Wie gesagt, ich habe noch nicht ein Stück Ahnung davon. Ah, so geht das auf. Ah. Rühren rein. Ist auch nichts drin. Ist aber ein schickes Teil. Ja. Geht auch schön schnell. So, da das Unboxing ja wie erwartet recht kurzfrist ausfällt. Einfach nichts drin ist, außer das Ding. Aber machen wir doch gleich einen Munitionstest und sehen uns gleich auf dem Schießstand. One eternity later. So, dann sind wir auch schon auf unserem Schießstand. Unsere obligatorischen 12 Meter. Dann nehmen wir einmal hier die Öffnung. Wir fangen an mit Round Balls. Ganz stinknormale, McPhee-tauglich sogar. So, jetzt kommen wir gleich zum ersten Trick. Man kann entweder beide gleichzeitig oder auf links und rechts wechseln. Schießt man beide gleichzeitig ab, hat man nur 120 FPS, ist also eher nicht zu empfehlen und bringt auch wirklich nichts. Darum empfehle ich eher, direkt auf eine Seite zu wechseln. Dann ist sie zwar immer noch unter 214 meistens, aber... Autofokus. Gehen wir das so dahinter. Zumindest über 200. So. Dann wechseln. Ist auch sehr treffsicher, erstaunlich. So, dann wieder. Jetzt probieren wir mal die Powderballs. Davon habe ich ja auch noch welche. Aus dem letzten Testvideo, wenn ihr euch erinnert. Da zeige ich euch jetzt mal Doppelschuss. Kugeln platzen zwar auf, aber haben halt nicht mal mehr 12 Meter Reichweite. Was ich jetzt festgestellt habe. Ich wollte eigentlich auch die Hexagon und die First Strike testen. Weil der hat ja beim letzten Testvideo zu den Hexagon-Kugeln meint ja einer, sie wären ja sicherlich gut für Shotguns dann, wenn sie nicht so gut fliegen auf große Distanzen. Habe ich probiert, bleiben stecken. Sind also auch nicht wirklich geeignet. Man müsste erst ausprobieren, welche passen, bevor man sie mitnimmt. Mir ist jetzt wirklich eine stecken geblieben, auch beim Einzelschuss.
Und die kriegt man da gar nicht mehr so leicht raus. Gerade diese unförmigen Hexagon-Dinger. Die First Strike, die ich habe, sind noch alte vom letzten Jahr. Dürften sogar noch aus der Charge vom vorletzten Jahr sein, die ich recht früh gekauft habe. Sind auch stecken geblieben. Auch beim Einzelschuss. Müsste man gucken, wenn man mal ganz neu hat, die sich wieder in der Qualität verbessert. Weil auch die First Strike hatten ja einen Größenunterschied von fast 67, 68 bis 69, je nachdem, was man erwischt hat. War auch sehr faszinierend, kennt man ja sonst auch nur von Roundballs. Aber so an sich, gerade auf kurze Distanz, also in Gebäuden, in Räumen, ist das Ding aber auf jeden Fall super, gerade wenn man den Einzelschuss nimmt. Und ich finde auch, dass First Strikes für dieses Ding jetzt nicht unbedingt sinnvoll wären. Und wenn man eh nur Probleme damit hat, dann ständig schätzen muss, ob sie passen oder nicht, ist das auch mehr Stress, als gut dafür ist. Aber das kauen wir dann in der Review durch. Die folgt diesmal schneller als beim letzten Mal versprochen. Bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, falls ihr noch eins habt. Und tschüss!